Hallihallo meine Lieben, ich heiße euch wieder ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr schon oben lesen könnt, mache ich heute das zweite Mal bei dem Geburtstag mit. Wie ihr ja wisst, mussten einige von uns vor der Geburt bei diesem Tag mitmachen und ja, jetzt ist es geschafft. Der Kleine ist da, das heißt, ich mache das zweite Mal bei dem Tag mit. Und ja, bin auch selber schon gespannt, wie ich die Fragen beantworten werde. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal durchgelesen, werde es auch wieder, wie das letzte Mal auch, ganz spontan beantworten. Dazu habe ich wieder meinen schlauen Zettel hier, lese es immer mal ab und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Die erste Frage: Wen willst du mit in den Kreissaal nehmen? Also es ist so, dadurch, dass ich ja abends ins Krankenhaus gefahren bin, beziehungsweise gefahren worden bin, weil die Fruchtblase ja geplatzt ist. Also da war schon mein Mann und meine Mutter dabei, aber es hat ja noch relativ lange gedauert, ja, bis es dann im Endeffekt losgegangen ist. Und das wäre dann Quatsch, wenn beide da geblieben wären. Und so sind sie beide nach Hause gegangen und mein Mann ist dann am nächsten Tag früh morgens wiedergekommen. Meine Mutter musste an dem Nachmittag arbeiten. Deswegen war mein Mann dann da und hat das alles mitgemacht und war im Endeffekt auch nur er mit im Kreissaal. Und also ich weiß nicht, ich habe sowieso von der Welt nichts außenrum großartig mitbekommen. Also ich glaube, es war schon okay, dass nicht so viele Leute da dabei waren. Ich meine, gut, meine Mutter wäre wahrscheinlich noch gerne mitgekommen, aber wir wussten einfach nicht, wann genau es jetzt losgeht. Und von daher ja, war es schon okay, dass mein Mann dann nur in Anführungsstrichen dabei war. Und ja, so war das eben und so haben wir unseren kleinen Willkommen gehalten. Dann die zweite Frage: Möchtest du natürlich oder per Kaiserschnitt entbinden? Also für mich war auf jeden Fall immer an erster Stelle natürlich zu entbinden. Klar, wie gesagt, wenn irgendwas gewesen wäre, dann hätte ich auch den Kaiserschnitt machen lassen. Ich meine, in erster Linie, sage ich jetzt mal, ist ja wichtig die Gesundheit des Kindes und von daher, man weiß ja nie, was passiert in dem Augenblick. Ich habe allerdings natürlich, toi toi toi, alles glatt gelaufen und ja, wie gesagt, natürlich entbunden. Ja, bin ich ganz froh drüber, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, dazu gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Dann die dritte Frage: Schmerzmittel ja oder nein? Also ich habe immer gesagt gehabt, ich halte es bis zum Maximum aus. Ja, wo ist das Limit? Wo ist die Schmerzgrenze erreicht? In dem Moment, als ich am Wehentropf lag, muss ich ganz ehrlich sagen, und die Wehen dann von 0 auf 100 losgingen, war es wirklich grenzwertig. Und ich habe dann auch nach einer PDA gebettelt. Also ich habe dann wirklich gesagt, ich möchte eine PDA. Ironischerweise war der Anästhesist, der die PDA geben sollte, noch verhindert bzw. in einer OP. Und von daher war es dann so gewesen, dass ich zu dem Zeitpunkt vorübergehend ein Schmerzmittel bekommen habe, bis es dann eben die PDA geben sollte, die es aber nie gab, weil der Kleine dann schon da war, bis überhaupt der Anästhesist mit seiner OP fertig war. Was im Nachhinein gut war. Also ich fand das wirklich, ja, wie soll ich sagen, ja, Schicksal, ich weiß es nicht. Also ich bin dankbar dafür, dass es nicht so weit gekommen ist. Aber ich hätte sie genommen, weil es war, also ich war so fertig. Und muss sagen, die Schmerzmittel haben bei mir nicht angeschlagen, keinsterweise. Also ich habe alles nach wie vor, ja, wie soll ich sagen, miterlebt. Also ja, also ich habe zwar Schmerzmittel bekommen, dann auch noch zusätzlich, aber die haben nicht angeschlagen. Ja, und deswegen war es dann eben auch so gekommen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, war so in dem Moment meine Schmerzgrenze erreicht und ich habe von vornherein gesagt, ich bin nicht strikt dagegen und von daher war das schon so okay, wie es gelaufen ist. Dann die vierte Frage: Was ist für dich die ideale Geburtsposition? Also ich habe ganz normal, wie gesagt, wie ich das vorher schon gesagt habe, im Liegen entbunden, ja, ganz normal die Beine angewinkelt und gepresst und so habe ich eben auch entbunden und so hatte ich es auch vorgesehen. Wenn es jetzt anders gelaufen wäre, mein Gott, also Wassergeburt an sich wollte ich jetzt definitiv nicht, aber alles andere wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Aber es ist eben so gewesen, dass ich ganz normal im Liegen entbunden habe, was auch völlig in Ordnung ist.
Dann fünftens, hast du Angst vor der Geburt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als es so endspurtmäßig dem Termin näher gekommen ist, war mir schon so ein bisschen mulmig, was passiert, schaffst du das? Da kam es schon ein bisschen, nicht Zweifel will ich nicht sagen, aber auch nicht Angst, aber einfach dieses, packst du das? Hat man sich schon so seine Gedanken gemacht. Als es dann soweit war, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich keine Angst mehr. Da habe ich gedacht, jetzt möchte ich, dass es losgeht und habe auch immer auf die Wehen vergebens klar gewartet. Ich habe sie dann ja durch den Wehentropf bekommen, aber muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment hatte ich dann keine Angst mehr. Dann sechstens, wann hast du vor, deine Kliniktasche zu packen oder wann hast du sie gepackt? Das war so eine Sache für sich. Also ich hatte es ja schon so gut wie möglich zusammengepackt gehabt. Also ich hatte schon alles drinnen. Es fehlten noch so Kleinigkeiten wie Zahnbürste, Schminksachen, Haarbürste, so Gesichtswasser, Reinigungsgel und so Sachen, die ich eigentlich bis zum letzten Zeitpunkt noch gebraucht hatte, und die hatte ich dann damals schnell noch, also an dem Tag, als es dann losging, reingepackt. Und von daher muss ich sagen, als ich angefangen hatte, ich weiß jetzt gar nicht, in der 34., 35. oder 36. Schwangerschaftswoche, ich glaube die 35., da hatte ich angefangen, zur 36. hatte ich dann so meine Liste abgearbeitet und dann hatte ich, wie gesagt, noch an dem Tag, als die Blase geplatzt ist, das restliche Zeug zusammengepackt. Dann siebtens, Klinik oder zu Hause entbinden. Also das war für mich von vornherein klar, dass ich auf jeden Fall in der Klinik entbinden möchte, weil ich mir da einfach sicherer bin und ich einfach auch weiß, okay, die Sachen, die sind da und das Fachpersonal ist auch da, wenn was ist und sein sollte, dann bist du gut aufgehoben. Und ich war ja auch von Dienstag bis Samstag dann noch im Krankenhaus gelegen und fand es auch in Ordnung. Und von daher war das von vornherein klar, dass ich im Krankenhaus entbinden möchte. Dann achtens, wem willst du nach der Geburt als erstes Bescheid sagen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf jeden Fall meinen Vater angerufen an dem Tag, weil er zu Hause war. Meine Mutter war ja auf der Arbeit. Ich glaube, er hat dann meine Mutter angerufen gehabt, weil ich die Nummer irgendwie nicht hatte. Ich war im Kreissaal, das war irgendwie surreal, dass ich da jetzt noch die Nummer hätte finden können. Und dann haben wir so gemacht, also ich habe meinem Vater als allererstes Bescheid gegeben. Dann hat mein Mann seiner Familie Bescheid gegeben. Und die wiederum hatte das auf Facebook irgendwie veröffentlicht, ein Foto oder so, ich glaube das erste Foto, das wir seiner Familie geschickt haben, und komischerweise wussten es dann alle, aber an sich halt eben der engsten Familie, den engsten Freunden habe ich schon irgendwie so versucht, zeitnah dann mitzuteilen. Klar, im ersten Moment ist man einfach so für sich und möchte einfach den Moment genießen. Aber nach und nach eben, wie gesagt, die Familie und die engsten Freunde. Dann neuntens, möchtest du, dass alle wissen, dass es losgeht? Das war im Endeffekt das Allergleiche. Da ich selber nicht wusste, wann es genau passiert, da wir ja ewig auf die Wehen gewartet haben, haben wir auch nicht allen Bescheid gesagt, dass es jetzt losgeht. Also wir haben einfach gewartet, und als es dann soweit war, haben wir eben Bescheid gegeben. Aber dass ich jetzt groß jedem hier erzählen musste, pass auf, der Kleine kommt und es geht los und drückt mir die Daumen, das wollte ich in dem Moment auch gar nicht. Dann zehntens, wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet? Gut, daran hat sich jetzt auch nichts großartig geändert. Wie gesagt, Internet, aus Erfahrungen von anderen Müttern, die zu dem Zeitpunkt ihr Kind irgendwie zeitnah bekommen haben, so ein bisschen ausgetauscht, Zeitschriften gelesen, was man eben einfach so machen kann, um sich zu informieren, Hebammen befragen, den Arzt befragen,
So haben wir uns informiert und ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass alles gut gegangen ist. Es sind alle gesund. Es geht allen gut, dem Kleinen geht es prima und wir spielen uns jetzt so als Team, als Familie ein bisschen ein und ja, Schöneres kann es eigentlich gar nicht geben. Ja, ihr Lieben, das war der zweite Teil zum Geburtstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war ein bisschen hilfreich, vor allen Dingen für die werdenden Mamis jetzt noch und ja, wie schon beim ersten Mal, es darf natürlich wieder jeder mitmachen, der mitmachen möchte. Und an dieser Stelle grüße ich alle YouTube-Mamas. Ihr wisst schon, ja, die Jessie, die Izzy, die Alexa, die Anne, die Lydia und alle, die ich sonst noch vergessen habe. Also euch grüße ich an dieser Stelle mal und die, die den Tag ja noch machen müssen. Bin schon gespannt auf eure Antworten. Und dann würde ich fast sagen, sehen wir uns, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!